Die Kaiserpfalz am Abend des 9. November 2022. Zum 7. Mal treffen sich Harzer Unternehmer zum Wirtschaftsforum Harz und das erstmals in Goslar im Westharz. Eine tolle, auch touristische Location, aber heute recht deutsch. Fester Bestandteil des Veranstaltungskonzeptes ist die Ausstellung regionaler Unternehmen. Die Chance zur Präsentation wird gut genutzt. Aus Wernigerode war der Industriebau vertreten. Wir versuchen hier mit der Region Goslar auch vor allen Dingen und auch mit dem Land Thüringen die Region Ein Harz, das ist auch eine Initiative, auch zu verkaufen. Denn letztendlich lebt der Harz vom Tourismus. Nils Appelt von der IHK Magdeburg zeigt sich vom regen Interesse im Westharz sehr angetan. Und da der Zuspruch aus dem Westharz, speziell aus der Goslarer Region und Bad Harzburg, über die Jahre immer mehr zugenommen hat, war das einfach nur schlüssig für uns zu sagen, dass wir dieses Forum auch auf den gesamten Harz ausweiten wollen. Und was wäre da besser, als in der historischen Kaiserpfalz das erste Forum im Westharz abzuhalten? Aber nun geht es im beeindruckenden Saal der Kaiserpfalz los. MDR-Moderatorin Susi Brandt begrüßt die Gäste und Gastgeber. So freut sich die Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar, Urte Schwertner, dass dieses bedeutsame Treffen der Harzer Wirtschaft hier zu Gast ist. Aus Sachsen-Anhalt ist der Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes, Armin Willingmann, angereist. Er meint, dass die ehemalige Landesgrenze nicht als Demarkationslinie gesehen werden soll und die Wirtschaft des Harzes enger zusammenrücken muss. Hauptrednerin am Abend ist die Trendforscherin Birgit Gebhardt aus Hamburg. Sie gibt einen Ausblick auf die mögliche Arbeitswelt von morgen. Eine ihrer Thesen: Da Fachpersonal immer knapper wird, werden sich die Unternehmer immer mehr vom Arbeitgeber zum Gastgeber entwickeln müssen. Im anschließenden Podiumsgespräch werden Gedanken zum Vortrag ausgetauscht. Unternehmerin und Marketing-Expertin Kathi Löwe aus Halberstadt bestätigt den Trend. Ihre Agentur sieht sich bereits als Treffpunkt. Bevor es nun ans Netzwerken geht, erfolgt die Einladung zum 8. Wirtschaftsforum Harz 2023 nach Halberstadt. Und anwesende Mitglieder des Präsidiums der IHK Magdeburg treffen sich zum abschließenden Familienfoto in diesen bemerkenswerten Räumlichkeiten.